liebe Fotos, ich bin ein totaler Fotofan und ich brauche immer viele Bilder. Wenn ich auf Tour bin, habe ich immer viele Bilder dabei und natürlich auch im Haus. Fotos von meiner Bühnenshow, von meiner ersten Tour damals, wo mein Geburtstag auf der Bühne stattfand. Und Fotos von Marc und Tyler, wo sie meinetwegen schlafen oder wo wir im Urlaub waren. Das sind schon schöne Momente, da erinnere ich mich immer gerne dran. Guck mal, hier ist unser Kennenlernbild. I think it's amazing, dass gerade als wir aus der Tür rauskommen, Frank, der Fotograf da war. War das Frank? What was his name? Von Bravo, ne? Wir haben aufgemacht und this is awesome, we have the same. Es ist einfach ganz, ganz toll, dass wir dieses Foto haben, weil das immer wieder in mir diesen Moment hervorruft, wo ich Marc wirklich das allererste Mal gesehen habe. Ich sehe, was er anhatte, ich sehe, wie er vor mir stand. Ich kann es genau noch wieder abrufen in meinem Kopf und habe auch genau diese Emotion wieder, wo der Blitz irgendwie eingeschlagen ist. I was fat. Look at my face. I'm like... You're not fat. I have a huge smile. Großes Mund. Und deine kleinen Antennen hier so. Like the Joker. Ja, von stimmt. Batman. Ja, stimmt. Wollen wir das aufhängen hier? Ich habe kurz deine Frame. Ja. I still got your face painted on my heart. Drawn upon my soul. It's upon my memory, baby. And I got your kiss still burning on my lips. Ja, ist gut. Ja, von mir aus. Das ist gut, because I came up with it. Es war meine Idee. Das ist meine Idee. Meine Idee. Meine Idee. Meine Idee. Gut. Wann hast du wieder so Schule? So schlecht mit Deutschland. Nein, du machst es schon ganz gut. Das ist schon ganz gut. Ich bin schlecht. Du musst viel üben. Du. Nee, nichts breaking. Wir müssen mehr Deutsch sprechen, immer mehr und mehr. American. Ich bin auch schlecht mit dir Deutsch zu sprechen. Ich spreche schon völlig queeres Deutsch. Nein. It's my fault too, you know? No. Ich muss mehr Deutsch mit dir sprechen. Immer. But I can't say anything. Du sitzt auf der Bank und das Bild steht neben dir, das kann er sagen, aber sich selber zu erklären und Emotionen rüberzubringen auf Deutsch ist noch sehr schwer für ihn. Und da tut es mir manchmal ein bisschen leid und ich weiß dann, oh Mann, ich muss selber auch an mir arbeiten und gucken, dass ich ihm noch mehr helfe. Ich sitze neben dir. Nee, ich sitze neben dir. Gut. Gut. Ja, aber das doesn't help. Das reicht, Honey. Mit, mehr brauchst du nicht. Mit jeden Tag Conversation. Ich weiß. Das ist schwer. Oh. Wo ist denn deine Lehrerin? Keine sexy Lehrerin muss mal wieder zu dir kommen, ja? Und dir ein bisschen was beibringen. Ja, meine Lehrerin ist sehr sexy. Honey? Du? You'll see. Ich weiß, als ich dich das eine Mal beim Vatertag, ne? Oh ja, that's right. Vatertag? Wo wart ihr dann nochmal? Als du aus der Schule kamst, hast du nach Bier gerochen. Yeah, this is important. This is important that I can order beer. Warum did you smell nach Bier? Because I drank beer. Wo? In einer Bar. In einer Bar? Ich muss lernen, how to kaufen, no, how to bestellen ein Bier. Mhm. Mit deiner Lehrerin? Ja. In einer Bar. Das ist important. Ich möchte auch Lehrerin sein dann. This is good. Ja, yeah, I'm gonna be a teacher too. Ja. Yeah. We go to bars. I'm gonna be a teacher. Ich habe schöne Jungs in meiner Klasse. Geh mit denen schön in die Bar und sag dann, das ist Unterricht. Genau. So sehe ich das This auch. This is one time, honey. Bye.
keinen Schluss mehr. Ich habe keine Ahnung, wo die Schiedsrichter sind. Wo sind die denn? Wir machen hier. Nur damit du. Oh, holy shit. Wer stöhnt mir hier in meine Ohren? Ich habe Lampenfieber, ich bin aufgeregt, wir sind gerade angekommen, es ist irgendwie alles tierisch stressig, der Fahrer wusste nicht genau, wo lang und die Tore waren irgendwie falsch ausgeschildert und wir sind zigmal hin und her gefahren und hatten da schließlich eine Polizeieskorte, die uns dann hier reingebracht hat zum Glück. Jetzt sind wir endlich hier. Okay, du kannst loslegen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Sarah ist jetzt die letzte halbe Stunde allein. Das braucht sie immer so vor einem Auftritt. Sie muss sich konzentrieren, sie muss auch ihre Anspannung irgendwie loswerden. So wie ich gerade gemerkt habe, ist sie doch ziemlich gereizt und nervös. Und wenn ich so mir draußen das Stadion angucke, oh, ich wäre es auch, ich würde spucken müssen. Also ich wäre es auch. Also ist schon für einen Moment ist jetzt gut, wenn man sie alleine lässt. Weil der Nächste, der jetzt reinkommt, ungebeten reinkommt, der kriegt es richtig dicke ab. Jetzt bist du dran. Was sagst du zur Nationalhymne? Ja, das ist stupid. Ja. But ich fand's eher lustig. 66.000 Leute. Im Stadion, ja. Ja. Okay. Sie sah gut aus. Sie sah gut aus? Ja. Aber ich hab's auch erst nächsten Tag in der Zeitung erfahren und dann. Ja. Wie ist das in den USA? Ist das wichtig? Ja, National Anthem in den USA. Jimi Hendrix spiel. Ah, okay. On the guitar and then. Was wäre passiert? Whitney Houston sing. Haben die das auch falsch gemacht? Marvin Gaye. They made a mistake? Nein. You know what I mean? Ja, in Deutschland, die Deutschen sind ein bisschen spießig. Aber was auch immer. Okay. Oh, honey, this is überhaupt nicht entspannt. This is good because all the sides zwischen the Hawk side zwischen the traveling. Honey, mein Blut schießt mir in den Kopf. No, du musst. Kann ich jetzt wieder andersrum, bitte? Du musst focus honey. On physical things so you can relax. Honey, come here, you stay here now. Nein, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Why? Bitte, das ist nicht entspannt. What? Oh. Honey, you gotta relax. Breathe and relax and think about the physical things. Honey? Vielleicht meine Augen kommen aus meinem Kopf raus. Das kann nicht gesund sein. Think about the physical things. Look, stretching. We're gonna work out. Stretching.
Honey. No, this isn't stretching. This is nice. This isn't stretching. Honey, stretch. No, sit up. Honey, can't focus on anything. Du hör mal. I'm speaking mit dir über relaxing. Ja, aber ich finde, du solltest ein bisschen. You must relax, honey. You must focus on one thing at a time. I said we should sit down and stretch and relax. And du hast gesagt, Anna Maria's coming today, and you're doing acupuncture, and. Ich schlaf sehr gut. Ein bisschen Sport machen, honey. Honey, longer. Ich finde. Dein Rücken tut nicht weh. Dein Rücken tut nicht weh. Mein Rücken tut weh. Oh, honey. Okay. Lay down. Lay down, honey. How did this go from me trying to get you to relax to me giving you a massage? You want me to relax? No, da unten tut es weh, honey. Da unten weiter hier. Mal zurück, das ist schwer. Honey, put your hands over here. Hier so. Honey, put your hands over here. Oh my god. Sprechen über this and that and just relax. Stinkt das sehr. Honey. Sorry, bin ganz relaxed. Du musst in the Kopf have eine thing at a time, honey. One. Ich habe immer eine Sache im Kopf, honey. This is you. Honey. Oh my god. Mein lieber Herr Gesangsverein. Was ist das denn hier? Wer hat dir das denn beigebracht, honey? Honey, shh. Relax. Honey, das ist nicht gerne. Relax, relax. Aua, Mark, nein! Relax, put your hand down. Du bist kein Physiotherapeut, du darfst das nicht machen. Honey, relax. Holy shit, you can't relax for anything. No, I don't want you to crack my back. Honey, come on, relax. Shh, be quiet for like 5 minutes. 5 minutes, honey, yeah? 5 minuten. Du sprechen nichts. Is this possible? I think you just broke my back. Stop, please. Honey. Honey. You think about nothing for a second? Mm-hmm. Ich habe jetzt alles vergessen. My turn. My turn for a back rub. You don't want that. Yo. Yeah, photoshooting and then war mehr gut? Photoshooting and then mehr photoshooting. Noch eins und noch eins. War gut? Ja, ist gut. Mit Bravo und mit Bravo? Ja, alles okay. Was hattest du denn? Bravo? Bravo, Yam, Popcorn. Oh Gott, so viel. Schimpf Mama mit mir. Bin müde. Lange Tag. Ja. Du siehst auch müde aus. Ja. Ich bin total müde. Ja, ich bin auch oft müde. Hilft nichts. Aber du siehst müde aus. Ja, er sieht müde aus. Ja, das ist dein Eye-Make-up. Schlafen jetzt. Das ist dein Augen-Make-up. Ja? Könnt ihr auch ein frisches machen? Ja? Freshes Fishers. Komm her, ich geh mal kurz mit dir. Frisches. No, frisches. Frisches Fischer fixed the frisches. Ich mach dich frisch. Mama macht ein bisschen frisch. I'm gonna get you fresh, okay? Frisches Fischer. Yeah. Und ich bleib hier mit Tyler. Yeah. Oh, my head! Watch my head! Watch my head! Vorsicht, ihr Kopf! I'm going to get fresh. Max, sie ist so lang. Pass auf. Honey, no! Not the stairs! Oh my god, if you fall down... Oh my god! No, Mark, I'm falling! I'm falling!
wenn das Lass jetzt nach vorne geht, nach hinten, nach vorne drehen über den Kopf. Okay. Und dann geht er da über den Kopf. Oh oh. So, jetzt nimmt er es so zwischen die Hände. Also, pass auf, wir machen es zusammen. Wir machen mal zusammen. Hier nach hinten drehen und wieder nach vorne. Ach so, nur hier oben so? Ja, genau. Hier, da kriege ich einen Krampf im Gelenk. Was? Ja, richtig. Wenn du die Hand nach links machst. Yeah, schon wieder getroffen. Super. Yeah, getroffen. Super. Schön, Mensch, ihr seid ja echt toll. Was macht denn Marc heute Morgen? Marc ist heute bei der Akupunktur. Um seinen Rücken? Ja, auch, aber ich habe ihm das mal gesagt, er soll das mal machen, damit er sich ein bisschen entspannt, weil er ist momentan auch so ein bisschen gestresst. Ich habe bisher gedacht, ich bin das nur, aber er ist wirklich auch fertig. Weil die Mutter und Oma kommen jetzt. Und dann Oma kommt und sein Album ist noch nicht fertig. Und wie heißt die Großmutter? Eleanor. Eleanor? Italienerin, woher kommen die? Die kommen aus irgendeinem kleinen Dorf in Italien, aber ursprünglich, also jetzt halt in Boston, sie sind ja nach Boston gezogen, und Marc ist ja die erste Generation, die als Italiener in Boston geboren wurde in Amerika. Und Toni kommt auch ursprünglich aus Italien oder aus Amerika? Ja, Toni hat auch richtig in Italien, Toni sagt ja, wird ja Nana genannt, ne? Nana. Ach so, da übt ihr das schon, ja, darum übt ihr Nana. Tyler, sag mal Nana. Tyler, sag mal Nana. Das müssen wir die ganze Zeit üben, damit natürlich. Ja, Schatzi. Nana. Ja. Und den Namen auch weiß, wenn sie kommt. Mhm. Weil sie immer sagt, er kennt mich gar nicht mehr. Und das ist schon so lange her. Meine Raya ist das. Er sagt Raya, Haya. Meine Raya, sagt er. Ah, meine Soraya. Thailis. Das ist meine Mama. Und dann sagt er gleich meine Mama. So ein sperrig, so, Daddy, ne? Daddy, Honey. Süß ist das. Süß. Süß ist das. Du bist ein süßer Goldschatz. Honeycomb. Honeycomb. Genau. Say, where's my honey? Honey. Say, where's my honey? Da? Kannst du auch eine Runde Lasso werfen, Mama? Oh nein, danke. Ich bin absolut untalentiert, was Werfen angeht. Doch, komm, einmal noch. Nein. Und außerdem, beim Reiten bin ich auch nicht so ein toller Anblick. Aber so ein bisschen amerikanisch, so ein bisschen so. Nö, nee, heute nicht. Lass mal. Ja. Honey? Ja? Das musst du sehen. Honey? Say honey! Tyler! Honey. Tyler! Honey, look at this. Hi, Talito. Was machst du denn da? Ein Horror-Kino-Film gucken. Oh, great. Das hat er mir aufgestellt. Soll ich die Knöpfe nicht drücken, Tyler? Guck dir das mal an hier. Was? Wie eklig. Was ist das? Die Schlange. Das ist eine Schlange, die frisst eine Maus. Ja, das ist eine Schlange. Stell dir mal vor, die Schlange in unserem Gartenteich hat Mino gefressen. Du denkst, das ist the snake from the garden. Ich weiß nicht, dass die Schlange aus dem Garten ist, weil wenn Schlangen Mäuse fressen. Honey, Mino ist eine große Katze. Die ist nicht so groß. Es ist ein kleines. Aber hier steht, dass die großen Tiere fressen. Die fressen solche. Die würden eine kleine Katze auffressen können. They could eat a little cat. Bestimmt hat die das gemacht. I can't stop it. Oh,
Du hast heute Morgen zu mir gesagt, ich würde zu wenig Grenzen setzen. Nein, you don't. Tyler throws the food out the hand onto the Bowden und du just gibst ihm mehr. Oh, Mr. Superfather, okay, now tell me. You know what? You're always on the road. No, ich lese das auf die Buch. Ja, exactly. Du kannst es schön lesen, aber dann wende es mal an. I know. Es ist leicht, dich zu sagen, ich soll ihm Regeln setzen, wenn du immer unterwegs bist. Ich bin diejenige, die mit ihm kämpfen muss über Tag. Ne? But this means that we should not set rules? No, it doesn't mean you cannot set rules, but I think you should leave it up to me how when I want to say no and when I want to say yes. You never say no. That's not true. Wo ist Tyler jetzt überhaupt? Da. Komm mal hier. Mama. Ja. Mama. Was möchtest du denn? Was trinken? Ja. Willst du mal spielen gehen mit Robby? Guck mal, hier sind die Bälle. Listen, this is Tyler's stuff. Ja, so. This is better. Okay, nächstes Mal nehme ich dir auch ein Täschchen mit, ja? Das ist besser als meines. Next time I pack you a little bag, okay? But yeah, this is Tyler's stuff. I'm just ambition. Stop it now. Ambition. Ambition could drink it. Oh my God. Ambition. It doesn't make sense for me to talk about education because you're just a kid yourself. Stop it now. What else is in here? Mark. This is better. Du bist selbst noch ein Kind. Ich finde, wir machen das schon ganz richtig. Unser Junge ist ein schöner Junge und er ist lieb und he's nice when he's with other people. Ja. He's sweet and ich bin eigentlich ganz froh, dass er endlich mal ein bisschen auch seine Meinung sagt. Yeah, hallo. Hallo, Mark. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Hallo. Alles gut? Ja. Yeah. Yeah. Was macht deine Hand? Oh ja. Yeah. Du, Robin mag meine Hand. Robin, hallo. Wie geht's dir? Ja, danke. Wollen wir mal gucken? Okay. Dann gehen wir mal rein. Cool. Dankeschön. Juckt das? Ja. Robin, kannst du mir mal eben irgendwie eine Unterlage holen? So ein sauberes so Handtuch oder sowas? Zwiebertuch oder? Ja, und sowas. Oder ein Geschirrtuch oder so. Ja. Das sieht aber sehr gut aus. Ja? Ja. So, ich werde den einfahren, so ein bisschen anheben. Und ich schnibbel? Bitte? Yummy Tummy. Schön auf den Tummy. Da siehst du, das war der erste. Den war schon draußen. Und, war schlimm? Soll ich hochhalten? Oh ja. So, ja, ein bisschen. Ganz locker. Hier hast du die Kuh, schau mal. Die Kuh, muss die Kuh Zähne putzen? Muss die Kuh Zähne putzen? Nein. Muss der Löwe Zähne putzen? Ja. Muss der Zähne putzen? Ja. Ja oder nein? Weißt du auch nicht. Ja, der ist ein bisschen lange schon drin, du. So, hier haben wir auch draußen. Sieht doch gut aus. So, lass mal so liegen. Okay, alles klar? Ja. Super. Ja, schau mal. Na, da hat die Katze sich versteckt. Mino, ja. Mino, ja. Sag mal, Mino, wo bist du denn? Es gibt einen Killer. Es gibt einen Killerfisch. Der weiße Hai? Nein, aber ganz ehrlich. Guck mal. Schon wieder ein Toter. Oh mein Gott. Siehst du den da unten? Mama, das ist ganz tragisch. Ich heute sind da welche bei, die die anderen auffressen? Ja, ich habe vorhin schon zwei rausgenommen hier. Von denen ich glaube, dass sie die Täter sind. Ja, die vom Fischgeschäft, die sind ja nicht ganz dicht. Wie können die denn Fische verkaufen, die sich gegenseitig auffressen? Das ist ganz schlimm. Jeden Tag. Ich hab das jetzt. Dann bringen die mal schön zurück. Die sind ja auch alle noch klein. Das sind ja alles noch Babys. Der hier, der wird zum Beispiel auch sehr groß.
Meine Eltern hatten früher auch so ein Aquarium. Die werden nicht mehr größer. Nein, aber die sind so zwei Killerfische irgendwie. Guck mal, hier liegt ein Skelett. Ja, da vorne ein liegt abgekautes Skelett von einem. Oh, scheiße. Nein, dieser wird noch größer hier. Der wird sehr groß. Welcher? Dieser hier. Ja, aber die passen sich doch nur der Größe des Aquariums an. Ja, das ist aber für diese Fische. Ich fisch die jetzt mal eben raus. Ja, schön eklig, das würde ich lieber Tyler machen lassen. Ja, genau. Tyler möchte den eh alles füttern. Der gibt den immer ganz großzügig alles, was er hat. Aber lass uns tropfen. Nimm doch den ganzen Deckel ab. Guck, wie gierig die sind. Die kommen schon gleich wieder nach oben. Die wissen schon genau, Mama kommt. Ja. Jetzt gibt's wieder was zu essen. Kannst du den anderen so lange wieder reinmachen, wenn sie nicht gehorchen? Oh shit, der Arme. Oh Manu. Andauernd Tote? Ja, nee, das kann ich. Nein, also zwei. Aber das, ich fütter die schon so viel. Das hat nichts mit Füttern zu tun. Das liegt dann. Piranha ist ein Piranha. Das ist doch kein Piranha, Mama. Nein, aber die essen immer. Ab ins Klo, oder was? Ja, klar. Willst du sie begraben? So eng standen wir uns noch nicht. Frag Valentina, ob sie das möchte. Das möchte ich nicht. Warte. Ist da noch irgendwas, was da schwimmt? Ich kann eh nicht so gut gucken. Aber eklig ist. Ich würde die dann erstmal da draußen lassen. Meinst du, dass die das waren? Ich weiß es halt nicht. Ich hab die halt einfach mal so. Die sehen schon so aggressiv aus. Das sind eh viele, die du gekauft hast. Lass das mal, du brauchst keine neuen. Die kannst nicht viele. Doch, für diese Größe, die werden ja alle noch ein Stück größer. Kannst du nicht jemanden bitten, die nachher zurückzubringen oder umzutauschen oder irgendwas? Die sehen schon so eklig aus. Guck, er ist schon so. Tyler steht immer Puffer. Ja, so gleich süß. Ja, nee. Tyler kümmert sich jeden Morgen und holt sofort das Fischfutter, wenn er aufsteht, aus dem Schrank. Wenn das jetzt hier umkippt, dann geht's A in diese Fernbedienung und B gehen die auf den Teppich denn. Na komm. Ja, da würde ich aber nachher nochmal gucken, weil wenn, dann passiert ja auch andauernd was. Komm jetzt erstmal. Und du verseuchst auch das ganze Wasser mit den ganzen Leichen da drin, ne? Das ist Frau Schubert. Frau Schubert kenne ich von einer Freundin von mir. Sie hat mir Frau Schubert empfohlen. Sie ist eine Wahrsagerin. Und ich dachte, das ist jetzt vielleicht ein gutes Geschenk für die Hochzeit, jetzt so ein bisschen mal in die Zukunft zu schauen. Also so ein bisschen mal zu gucken, was passiert. So, es geht jetzt um die nächsten 6-7 Jahre. Alle wichtigen Lebensbereiche. Ihr Partner gehört natürlich auch dazu. Ist das erstmal jetzt für mich? Für Sie und natürlich auch für Ihren Partner dazugehörig. Okay. So, jetzt ziehen Sie bitte 6 Karten, immer nur eine, und dann legen Sie die zugedeckt hin und dann wieder eine rausziehen, wo Sie wollen. Und wie gesagt, insgesamt 6 Stück. Mhm. So, diese Karten, die jetzt drankommen, sind speziell für Liebe, Ehe, Partnerschaft. Sehen Sie, das haben Sie sich gut gemacht. Sie haben sich einen wunderschönen zusätzlichen Mann herausgezogen. Ach was. Ja, also das, ich will jetzt nicht sagen, dass vor der Hochzeit noch der Gerichtsvollzieher kommt und ihr Brautkleid findet. Das Gefängnis? Die Gefängniskarte. Nein, sie kommen auch nicht ins Gefängnis. Da müssen sie so durch die Gitter stehen mit den Ring greifen. Was? Nein, aber ich sprach ja eben schon von einer Behördensache, die man vielleicht vergisst. Also Gefängnis heißt jetzt nicht, dass jemand ins Gefängnis kommt. Das sind ja immer Bilder für etwas. Es ist ja nicht so wörtlich zu nehmen. Ja, und Sie werden eine wunderschöne Hochzeit feiern. Und wie gesagt, mit Gerichtsvollzieher und der verhaftet dann Ihren Wedding-Burschen. Nein, das ist jetzt natürlich ein bisschen Spaß. Wollen wir ja nur nicht hoffen. Aber wie gesagt, durchdenken Sie es einfach nochmal. Vielleicht liegt Ihnen da noch etwas auf der Seele. Was jetzt genau? Ja, also diese Behördensache, Amtssache, noch was regeln, noch was besprechen, noch was eine rechtliche Sache klären. Okay. Als Beispiel. Okay. Aber also Ihre Liebe ist gut und ja. Das war's? Wie viele Kinder kriegen wir denn? Ich darf Sie bitten, Frau. Ja? So. Oh nein, ich habe meine erste. Ja, das ist ganz wichtig. Hoffentlich haben Sie die nicht lackiert. Oder kaum, denn die natürlichen Farben der Nägel spielen auch eine Rolle. Nein. Gut, dann drehen Sie mal bitte um. Ja, ich sehe 2 Kinder und vielleicht noch mal einen Nachkömmling. Es wäre schön, wenn ich mich irre, aber verlassen Sie sich nicht auf eine Tochter. Ich sehe eigentlich 3 Jungen. Oh, ja, aber es kann, da kann ich mich ja irren. Das, aber also auf jeden Fall, dass die Kinder gesund sind, dass alles gut geht. Und
dass sie auch alt werden. Ja, und hier sind auch in ihrer Hand so zwei Linien, also auch, dass sie längere Zeit wieder in Amerika sein werden, dann wieder in Deutschland sein werden. Wie gesagt, dass sie überall sehr schön wohnen werden und ja, dass sie beide sehr gut zusammenpassen. Und, ja, das stimmt, das ist wirklich so. Und ja. Wir sind jetzt von Orlando aus Florida, sind wir jetzt hier momentan in Wildeshausen, ja, Weltstadt. Ein ganz süßes Städtchen, aber eben komplett auf dem Land. Und wir sind hier wirklich in der grünen Idylle und hören morgens irgendwie die Vögel zwitschern, wenn wir aufstehen. Hallo, Neighbors. Unsere Nachbarn, stimmt. Ja. Unsere Nachbarn. Unsere Nachbarn. Da wir sehen, wir verbringen jetzt so viel Zeit in Deutschland, brauchen wir einfach hier ein richtiges Nest für unsere kleine Familie, wo wir einfach für uns sind. Hier ist alles irgendwie so super schnell, weil wir halt auch Druck gemacht haben und gesagt, wir müssen jetzt irgendwie dann und dann einziehen. Und das ist die einzige freie, das sind die einzigen freien drei Tage, die wir haben. Time. Lass ihn mal vorgehen, lass ihn mal vorfahren. Ja. Endlich, ihr seid viel zu spät. Das hat gedauert, das Einladen, bis die fertig waren, aber alles gut gegangen. Ja? Wir sehen uns alles heile noch? Ja, ja. Okay. Bis gleich. Boris ist unser Innenarchitekt und es ist das erste Mal für uns, dass wir jemanden beauftragt haben, unser ganz persönliches Nest mit einzurichten. Wir sind jetzt beide sehr gespannt, was er daraus gemacht hat. We thought we lived forever, riding through the night. I said I love you forever, and I just think you should know. Every story has its ending, even if it doesn't show. It's beautiful, yeah. Oh, it looks like a big rose. It looks really good, actually. The red. No, the pink. The pink, yeah. Hey, G, you got my, Okay. It's so cool. It's beautiful. Look at it. Oh my god, this is breathtaking. Mm-hmm. Okay. So look. Before. Yeah, we did that, huh? Yes. Hola. Bon appetit. Have fun. Better be dancing later. We're so hungry, we need to eat. All this official stuff. Oh, it's so schön here. It's beautiful, right? Thank you so much for coming. Well, now I'm gonna. It's nine. Thank you, Sarah. Thank you. Watch the size, watch the size. No. Hello, thank you for coming. Making it. Enjoy your night, okay? I'm so hungry. I can't believe I'm standing here. Been waiting for so many years, and today I found the queen to reign my heart. You changed my life so patiently and turned it into something good and real. I feel just like I felt in all my dreams. There are questions hard to answer, can't you see? Baby,
that I'm blind.